Wusste ich's doch. Ich habe gerade so ein Gefühl gehabt, dass ich mal vor die Tür gehen sollte. Okay. Und siehe da. Bist du froh, bis was du siehst? Ja, ich bin sehr froh. Ja, okay, hallo, Lili Becker ist ja wahr. Hi. Hallo, guten How Tag. Are you? Gut. Mir geht's sehr gut. Wie geht's dir vor allem? Du bist ja körperlich einigermaßen unversehrt. Also sieht zumindest so aus. Oh, okay, nein, nachdem, was alles ihr okay. Durchlitten habt. Darf ich dir diese Kiste anbieten? Ja. Hier, habe ich dir schon ein Kissen dahin gelegt? So. Nee, ich habe gerade gesagt, körperlich unversehrt. Ich rede von Global Gladiators. Das ist eine Show, die am Donnerstag, jetzt am 1. Juni um Viertel nach 8 hier auf ProSieben die Premiere feiern wird. Es ist eine sehr besondere Show, die so, glaube ich, in der Form noch nie zu sehen war. Erzähl doch mal selber, was das genau war eigentlich. Okay, es waren 8 Leute zusammen und wir waren in einem Container und wir haben durch Namibia gereist. Ja. Und wir haben viele gefährliche Spiele gemacht. Mhm. Und die waren einfach der Hammer. Das habe ich wirklich geliebt. Aber teilweise ist es auch während der Spiele, weil vielleicht steht man ja noch unter besonderem Druck, da man ein bisschen Angst hat oder sonst irgendwas da passiert, da kann man ja auch schon mal in Streit geraten. Und ich sage so, wir bei ProSieben, wir möchten ja nicht, dass Leute sich streiten, weil das nicht gut ist. Ne? Wenn so Leute streiten, das ist irgendwie keine schöne Harmonie, das macht einem ein schlechtes Gefühl. Ja. Aber es gibt, glaube ich, tief in unserer Seele bei ProSieben noch den einen oder anderen Verantwortlichen, der sagt, doll, da wurde sich gestritten. Ja. Vielleicht, ist die Behauptung. Und jetzt gab es ein Spiel, da ist es zum Streit gekommen. Ein wenig Reibung ist entstanden zwischen dir und Larissa Marold. Oh, das war kein Streit, Schatzi. Nein, das war nur, was sie wollte. Ja, okay, guck mal. Das war kein Streit. Wir machen den Halligalli-Faktencheck. Wir kommen zum Spider-Netpool. Jetzt wird es spektakulär. Es wird den Gladiatoren mental alles abverlangen. Alle überlegen, ob sie das machen werden. Wenn du überlegst, ich mach das oder ich mach das nicht, haben wir ein Problem. Du machst das oder du machst das nicht. Du kannst nicht überlegen, weil wir nur eine Minute haben. Lili Becker ist die Erste aus dem roten Team. Holy shit! Gut, ja. Alles klar, dann würde ich noch mal die Empfehlung aussprechen. Am Donnerstag um 7:45 ist es dann soweit. Global Gladiators hier auf ProSieben. Also viel Spaß und herzlichen Dank. Schön, dass du da warst. Thank you. Lili Becker. So, ich muss wieder rein, leider. Ne? Okay, tschüss. Ja, da ist nämlich mein Boris Becker, wartet da noch. So.